Hallo Zockerfreunde, weiter geht's in Fallout 4, ja das will ich hoffen. Wir wollen ja noch diese Corkis suchen. Ja. Und dazu müssen wir uns jetzt erstmal auf die Suche machen. Ich meine, das letzte Mal haben wir ja, Nuka wird sozusagen befreit. Das heißt, theoretisch sollte es hier in Zukunft nicht mehr so viel Ärger geben. Und ich hoffe mal, dass die Menschen sich hier recht gut und schnell wieder erholen. Damit oh, Nuka hallo, wird... junge Dame. Willkommen. Ja, nee, ich wurde schon willkommen geheißen. Jetzt muss ich erst mal gucken, in die Richtung muss ich da irgendwie... Oh, das sind ja viele. Stimmt, das waren 10 Stück. Das heißt, wir müssen 10 Codes irgendwie finden oder sowas in der Art. Corkis, keine Ahnung. Also auf jeden Fall werden wir da eine Weile zu tun haben. Ich will mal gerade gucken. Wir müssen erstmal ein bisschen mehr nach links. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal so ein bisschen mehr nach links. Und halt, Moment mal. Erstmal nehmen wir das hier mit. Ich denke mal, wir müssen da vorne durch noch. Das sah zumindest so aus. Nochmal vorsichtshalber gucken. Ja. Ja, wir werden da wohl durch müssen. Und ich denke mal, das hier brauchen wir nicht mehr. Also die Knarre, die können wir jetzt erstmal wegschicken. Also jetzt so ein bisschen nach links. Das heißt, warte mal. Jetzt ist das Teil weg? Was? Na toll. Okay. Ach! Ach, das sind die Teile wohl. Das ist der erste. Ah! Das sind die Teile wohl. Na gut, dass ich neugierig war. Dann schauen wir weiter, ob wir den nächsten finden. Jetzt muss ich irgendwie darüber. Das sind 2 hier. Ich weiß noch nicht, wie ich darüber kommen soll. Müssen wir wohl hier raus? Nein. Nein. Jetzt hat er mir das Falsche aufgemacht. Müssen wir da über die Brücke? Okay. Zumindest sieht das aus, als wäre da eine Brücke. Obwohl. Jo, da kommen wir in den nächsten Bereich. Gut, dann schauen wir mal, ob wir da auch so einfach finden. Ich glaube zwar nicht, aber versuchen kann man es ja. So, jetzt muss ich erst nochmal schauen. Jo, wir kommen in das Gebiet rein. Oh. Tiana Arzt. Das sieht so aus, als wäre hier auch ein Zivilist ums Leben gekommen. Nukatron. Okay. Keine Ahnung, hier scheint eine ganze Zivilistenherde oder so, ne? Das ist heftig. Was ist das denn? Okay, das zappelt ganz gut. Hier scheint etwas kräftiger Wind zu sein. Wow! Ich hätte doch meine Powerrüstung reparieren sollen. Lass das! Echt jetzt? Alter Schwede! Dieses Nuka Town ist echt lebensgefährlich. Muss ich mal sagen. Oh, was haben wir denn hier? Schön, alles leuchtende Cola. Nuka Cola Victory. Quarz. Okay. So, hier möchte ich natürlich auch so ein bisschen leer räumen. Und ich habe schon wieder irgendeine Waffe laden gehört. Irgend so ein Schießturm oder sowas hat sich das angehört. Da hinten habe ich was gehört. Da ist doch einer. Also, das ist... Wo? Da. Da ist... Ach, Königin und Heimatsland.
Bist ja nicht ganz sauber. Ey, komm. Mach kein Mist hier. Wie viele sind denn von euch hier unterwegs? Sag mal. Ist ja unglaublich. Echt Hammer. So, aber Nuka Corkis sehe ich jetzt hier nicht. Moment, ich will nochmal gucken. Also ich bin auf jeden Fall in dem Bereich. Das heißt, hier muss irgendwo sowas zu sehen sein. Ich will mal hier die Wände absuchen. Und so, ne? Aber sehen tue ich jetzt hier keine Nuka Corkis. Zumindest wissen wir schon mal, wie sie aussehen müssen, ne? Moment. Ich will mal gerade schauen. Gibt's ja nicht. Also hier irgendwo muss das sein. Hier muss irgendwo so ein Corki sein. Aber ich sehe jetzt. Oder habe ich den schon übersehen? Könnt ihr mir ja im Video schreiben, ob ich das Ding schon irgendwo übersehen habe? Mal hier schauen. Achtung, eine Durchsage. Alle Teilnehmer des Nuka-Cola-Wetttrinkens müssen ihre Schadensersatzverzichterklärung abgeben, bevor sie zum Wettbewerb zugelassen werden. Schadensersatzverzichtserklärung ist nicht euer Ernst. Das heißt, ist auf jeden Fall gefährlich. Ich denke, das wird alles. Die werden alle an so einer Wand sein oder so. Keine Ahnung. Also hier sehe ich jedenfalls nichts. Ich gehe mal hier durch. Aber hier sehe ich auch nicht wirklich was. Also irgendwas stimmt hier mit dem Schatten nicht. Der ist teilweise recht eckig. War das schon immer so? Mir vorher nie aufgefallen. Na gut, sammeln wir das hier mal so ein bisschen ein. Also ich sehe hier keine Corkis. Ich muss mal gerade gucken. Links vom Brunnen ist das. Also das hier ist wohl der Brunnen. Dann oder was auch immer das sein soll. Das heißt, ja. Wieso kann ich nicht schießen? Jetzt sag nicht, ich habe keine Muni mehr. Doch, ich habe noch Muni. Wieso kann ich nicht schießen? Ich kann nicht schießen? Irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Ich kann nicht schießen. Das ist ein Problem. Benötigte Munition fehlt? Wahrhaftig, das zeigt ja keine mehr an, aber da zeigt es mir. Ach nee, ich gucke an der verkehrten Stelle. Das heißt, ich brauche eine andere Waffe. Ich habe falsch geguckt, ich Depp. Gut. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir erstmal die hier. Und dann gucken wir mal, was hier so ein bisschen mehr Schaden macht. Davon habe ich natürlich endlos Schuss, aber
Warte mal, wie viel Schuss habe ich denn da? Das ist Schrot. Na gut, nehmen wir Schrot. Hä? Was war das denn? Wir hatten den Bot jetzt weggeknallt. Dies ist eine rechtmäßige Anwendung tödlicher Gewalt. Richten Sie Beschwerden bitte an... Ist nicht wahr. Hä? Ah, ja. Alter Schwede. Gibt's ja wohl nicht. Gibt's wohl nicht. Da ist irgendwo ein Mr. Handy. Und ich hoffe, das ist ein Mr. Handy, der nicht hier rumballert. Okay. Ah, doch, er wird schießen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da ist nichts. Aber hier war noch. Nehmen wir mit. Also Elektronikteile und so weiter, das brauchen wir alles. Ja, wenn der dumme Roboter hier auf mich einprügelt, ist doch kein Wunder. Was ich aber suche, ist immer noch diese Corki-Dinger. Warte mal. Ich wusste, dass du einer von denen bist. Was auch sonst. Aktivieren. Was? Nuka World Hauptenergie ist abgeschaltet. Okay. Da müssen wir dann auch nochmal schauen, wie wir die aktiviert kriegen. Einfach weiterlaufen, dann passt das. Okay. Ja, aber was ich suche, finde ich hier anscheinend nicht. Also mit den Nuka. Mit diesen Nuka-Dingern hier. Nuka-Codes. Ich meine, wir haben bisher nur einen einzigen gefunden. Vielleicht habe ich auch irgendwo einen übersehen. Ich denke, ich werde das mal offstream durchgehen. Die mal alle suchen. Souvenirmagnet. Oh, schön. Wir nehmen das mit. Ja, nehmen wir das mit. Ich klebe das zu Hause an meinen Kühlschrank. Habe ich da überhaupt einen Kühlschrank? Okay, diese Tickets, die nehmen wir auch mit. Wer weiß, wofür die gut sind, ne? Aber ich habe immer noch nicht. Ach komm schon, einen will ich noch finden. Ist nicht wahr. Die sind aber auch saugut versteckt, ne? Ich meine, den einen eben, den habe ich ja auch nur durch Zufall entdeckt. Aber wir sind auch an der falschen Ecke. Hier werden wir den nicht finden, denke ich. Moment, ich will mal gerade gucken. Jetzt gehe ich noch weiter runter. Nee, wir müssen höher. Das heißt, wir müssen mehr in die Richtung. Ja, aber dann gehe ich wieder raus. Ein bisschen nach links. Ich denke, ich muss hier raus. Das heißt, das muss hier irgendwo sein. Nee, aber ich gucke in die richtige Richtung. Das heißt, da muss das irgendwo sein. Ja, hier muss das irgendwo sein. Ich denke, hier bin ich richtig. Fragt sich nur, wo das hier ist. Machen wir das mal auf. Wahrscheinlich renne ich schon wieder viel zu weit weg. Gucken wir mal. Na gut, es ist noch in dem Bereich. Das nehmen wir auch mit. Halt, warte mal. Hier, das nehmen wir alles mit. Und ich hoffe, ich krieg noch ein bisschen Muni. Für meine Hauptwaffe. Oh, warte mal.
töten, töten, töten. Ja, 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 ja. Ich zeig dir töten. Ja. So. Und ich würde sagen, dich hacken wir einfach mal. Genau. So, Einheit abschalten. So, Übertragung läuft. Und? Hat das funktioniert? Gut, und ich will deine Teile. Ach Quatsch, deine Ehre beleidigt. Wo ist eigentlich der andere Typ? Der rennt da hier irgendwo noch rum. Nehmen wir das mit. So, ja, da ist noch ein bisschen was. Aber schöne Spinde. Es wäre cool, wenn ich die auch hinterher im Baumenü hätte. So mag ich das. Herumstolpern und nach etwas suchen, was mich in Stücke sprengen will. Ja, mach das. Ich meine, hier müssen wir irgendwo suchen, nach diesem komischen Nuka-Teil. Corki, genau, Corki heißen die. Perfekt. Oh, cool. Erhöht die Erfolgschance von Sprachherausforderungen. Okay. Na gut. Ich meine, da sind wir eigentlich schon recht gut ausgestattet. Ich meine, ich finde hier einen Haufen Zeug, aber keine Corkis. Na komm, geh auf. Ja. Ist echt hart. Aber ich nehme trotzdem alles mit. Hä? Da hat er eben... Achso, das war von dem Bot hier. So. Ich will nochmal schauen. Irgendwo muss doch... Nee. Nee, so sehe ich hier nichts. Ey, lass den Quatsch. Oder ist es da irgendwo drin? Garstige Plage. Gut, dass das erledigt ist. Garstige Plage. Gut, dass das erledigt ist. Okay. Untersuche den Zentralrechner. Okay. Ich untersuche den Zentralrechner. Okay, wir nehmen von dem mal alles mit. Okay, Starkern hinzugefügt. Ich glaube, das wird jetzt interessant. Und zwar denke ich, dass wir hier so einiges aktivieren können. Okay. Aha. Wir brauchen weitere Starkerne. Wir brauchen weitere Starkerne, so wie es aussieht. Interessant. Aber woher? Ich meine, ich sehe hier keine weiteren. Gut. Hä? Nein, da ist nichts drin. Also der war schon mal zumindest ein Anfang. Also irgendwas habe ich aktiviert. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, Nuka-Cola. Aber wir brauchen mehr von diesen Kernen. Da ist eine Power-Rüstung drin. Wie kommt man da dran? Vielleicht, wenn wir alle Star-Kerne haben? Möglich. Da ist der andere. Der uns da die ganze Zeit... umschwirrt, würde ich sagen. Schon wieder. Ja. Und ach, da ist noch einer. Ja. So nicht, mein Freund. Alter Schwede. Echt mal. So. Weg bist du. Echt mal. Gibt's ja nicht. Wie, du hast nichts drin.
Ach ja, dann ist das Teil von dem anderen gewesen, was hier vorne lag. Naja, gut. Nehmen wir alles mit. Die Flasche kann ich ihm nicht abnehmen. Okay. Aber nach wie vor kein Quarky. Sehe ich hier nicht. Und das muss ja hier irgendwo sein. Ah, schon wieder zu weit weg. Oder vielleicht da oben irgendwo? Ich gehe mal da rauf. Nee. Oh. Hi. So. Alter, wie viel sind denn hier von euch? Ich dachte, ich hätte euch erledigt. Dabei flitzen sie hier noch rum. Das nehmen wir auch mit. So. Schön. Aber das wäre da auch mal eine coole Sache. So eine Vitrine, wo man alle Nukas aufstellen könnte. So von jeder Sorte eine. Um mal zu sehen, ob man schon alle hat irgendwie. So, ich muss da ein bisschen näher ran. Das ist eine Schrotflinte. Deshalb hasse ich Schrotflinten. Weil wenn man weiter weg ist, macht man da kaum Schaden. Ich meine, klar, ich könnte ein MG jetzt nutzen. Aber habe ich irgendwie keine Lust zu. So, die Viecher sind aus. Na gut, ich will jetzt hier nicht Ewigkeiten mit dem Ding so. Ich suche ja eigentlich was ganz anderes. Ich suche ja eigentlich was ganz anderes. Und ich hoffe, ich finde noch, was ich suche. Erstmal hier so ein bisschen einsammeln. Also irgendwo muss noch... Warte mal, ich will mal gerade gucken. Ja, ich bin theoretisch in dem Bereich drin. Das heißt, ich sollte eigentlich hier irgendwo... Entsperren wir das mal. Gucken wir mal da rein. Vielleicht finde ich ja da irgendwo. Wie schön. Wow. Das war ja meine ganze Rolle hier. Nee, das ist... Schlüssel des Galactic Zone Geschäftsführers. Okay. Ja, wird bestimmt interessant. Ich will mal gerade gucken. Ausgehende Korrespondent. Ja, gut, das... Ich denke, das wird nicht wirklich relevant für uns sein. So, mal gucken. Nein, hier ist nirgends was. Irgendwie. Zumindest sehe ich hier nichts, was auf einen Corky hinweist. Nehmen wir das hier alles mit, was wir mitnehmen können. Ha! Ein Starkern! Das ist gut. Das ist gut. Starkern brauchen wir. Das ist sehr gut. Aber ich fürchte, wir werden das gar nicht so einfach alles zusammenkriegen. Das wird eine Weile dauern, denke ich. Ich will nochmal schauen. Ja, ich befinde mich noch in dem Bereich. Puh. Okay. Was auch immer das ist. Keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass ich das jetzt in dieser Folge da irgendwie noch finde. Und außerdem sollte ich vielleicht meine Knarre gezogen halten. Ne, jetzt bin ich in einem anderen Bereich, aber hier soll ja auch irgendwo so ein Corky sein. Ne, in dem Bereich. Ah, Nuka-Cola. Wir nehmen das alles mit. Steampack, okay. Nehmen wir auch mit.
Nuka-Cola Mixer-Station. Okay. Auch nicht schlecht. Aber das suchen wir ja eigentlich gar nicht. Ich hoffe, dass es nicht irgendwo hier dran ist, weil an diesen Kanten hier habe ich eigentlich nirgends so wirklich geschaut. Und jetzt bin ich schon wieder ganz woanders. Hier ist schon wieder das nächste Fahrgeschäft. Nee, Leute, ich glaube, das macht nicht viel Sinn. Ich werde das dann so mal suchen, dass ich werde aber, bevor ich da zu dem, also bevor ich das letzte dann annehme, wenn ich es gefunden habe, werde ich das dann so machen, dass ich dann ab dem Zeitpunkt wieder aufnehme. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall mitbekommen, was für eine Belohnung das gibt, falls es eine gibt. Und das heißt, warte mal, ich will ja hier erstmal so ein bisschen da. Nee, ich habe nur eine einzige gefunden, siehste. Gut, vielleicht finde ich ja den Rest noch. Habe ich auf jeden Fall die Hoffnung. Ich denke, dass wir dann die Fahrgeschäfte damit aktivieren können. Ich will mal gerade was gucken. Star Control. Suche den Zentralrechner. Ja. Nee, ich mach das so. Ich werde erstmal die ganzen Dinger hier suchen. Die ganzen Korkis, weil ich renne hier einfach nur hin und her und suche und laber. Und ist ja auch langweilig für euch, denke ich. Ich werde auf jeden Fall die ganzen Korkis suchen. Ich bin mir sicher, auf YouTube gibt es sicher auch einige Lösungen dazu. Die Lösung wird man jetzt bei mir halt dann nicht finden. Kann ich nun mal nicht ändern. Ne, hier war ich doch schon. Hier ist doch... Hier sind wir doch zu weit weg. Na gut, ich werde das schon irgendwie finden. Und dann geht es dann weiter mit der Lösung des Ganzen. Also mit dem Endergebnis des Ganzen. Ne? Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass ich nicht jetzt jeden Korki hier suche. Ich sag bis dahin. Und... Tschüss.